Was geht ab, liebe Leute? Mein Name ist Yannick und ihr seht das Diffus-Magazin. Ich befinde mich hier gerade im verschneiten Fellbert, weil Blumengarten kommen daher. Da hinten ist die alte Schule von den beiden. Ich werde Sammy und Ryan gleich kennenlernen, ein bisschen über deren Musik sprechen. Lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da, abonniert, ihr wisst, wie es geht. Bis gleich. Ich hab gedacht, wir können koexistieren. Ich hab gedacht, ich muss nicht lange leiden. Ich hab gedacht, ich bin fair. So, liebe Leute, hier sind wir. Blumengarten, Sammy und Ryan. Noch einmal ganz kurz. Wie spricht man deinen Namen richtig aus? Meinen Namen spricht man Ryan aus. Er wird anders geschrieben, aber genau gleich ausgesprochen. Punkt. Ihr beiden, erklärt mal bitte, wo sind wir hier gerade? Wir sind in der Gesamtschule Fellbad. Da haben wir beide Abi gemacht, da haben wir uns kennen und lieben gelernt. Ja. Die Unterstufe habe ich nicht auf der Gesamtschule gemacht. Ich bin jetzt zur Oberstufe hingekommen. Sammy war schon die ganze Zeit hier. Kennengelernt haben wir uns quasi in der Oberstufe, so zwischen 11. und 13. Klasse. So, wir wussten voneinander. So, wir waren friendly zueinander mäßig. Aber richtig, richtig, richtig enge Freunde wurden wir erst nach dem Abi. Ja. Vorher, im Abi war das gleich erfahren. Ja, genau, weil das war halt so. Ich saß hinten bei den coolen Kids und hast ihn mit und Papier Ryan saß vorne und war nicht ganz so cool. Das ist einfach eine Lüge. Deswegen haben wir uns während dem Abi noch nicht so gut verstanden. Nein, das ist eine Lüge. Das ist die Wahrheit. Nee. Ich habe das zwar eigentlich früher immer gesagt, aber jetzt redet immer Sammy zuerst und deswegen sagt er das jetzt immer. Aber eigentlich war ist der Fall, dass ich bei den coolen Kids saß und Sammy bei den komischen Kids. Und deswegen haben wir nie so gechillt. Lass uns doch mal davon reden, wie ihr denn musikalisch zueinander gefunden habt. Weil anscheinend seid ihr ja später dann doch tatsächlich sehr enge Freunde geworden. Erzählt mir doch mal. Jo, also, das Ding ist bei mir, ich habe keine musikalische Ausbildung in irgendeiner Form. Ich habe keine Ahnung von Musiktheorie oder whatever. Ich hab sowas nie gelernt. Es war einfach wirklich meine einzige Inspiration, mit Musik anzufangen, wirklich eine kindliche Fantasie, davon auf der Bühne zu stehen und Musik zu singen und so zu performen vor Leuten, die das cool finden. Das war wirklich mein einziger Antrieb, mit Musik anzufangen. Also es gibt keinen besonders technischen Hintergrund oder ich kam auch nicht aus einer besonders musikalischen Familie oder so. Mhm. Und irgendwann nach dem Abi mit genug Desperation und Orientierungslosigkeit bin ich dann einfach auf Sammy gestoßen, weil ich wusste, er produziert und das hat er auch schon immer gemacht, das macht er auch schon seit Jahren. Deswegen an dem Punkt unterscheiden Sammy und ich uns auch, weil er so wirklich Musik lebt und das doch schon fast eigentlich sein ganzes Leben macht, auch schon super lange Gitarre spielt und all das. Mhm. Ich halt gar nicht. So, und er war dann quasi einfach ein bisschen so der sichere Hafen, wo ich mich erste Mal kreativ ausprobieren konnte. Ich war die Bucht. Ja. Schöne Metapher. Also, du hast mit dem Produzieren wann angefangen? Also meine ersten goofy-ass Beats habe ich wahrscheinlich so mit 14 gemacht, 15 gemacht. Und dann wurde das aber irgendwann so mein richtiger Lebensinhalt. Ich habe das jeden Tag stundenlang gemacht. Mhm. Das wurde dann mein Charakter, dass ich einfach Musik mache und dafür lebe. Ich habe auch schon früher selber alleine veröffentlicht. Ohne Erfolg, aber das war eigentlich ziemlich egal, auch schon während der Schulzeit. Ich habe einfach immer weitergemacht und so hab ich halt einfach zu meinem Sound dann irgendwann gefunden. Ich habe aber immer nur produziert, ich bin kein Sänger und deswegen habe ich dann irgendwann den lieben Ryan gefunden. Und das hat perfekt gepasst, weil ich habe dann die Musik gemacht, Ryan den Text und so haben wir ganz schnell haben wir dann unseren Sound, haben wir dann Blumengarten gefunden. Mhm. Du hast ja erzählt, dass du jetzt nicht irgendwie schon in der Schule das Singen angefangen hast oder irgendwie Gospel oder whatever Hintergrund hattest. Wann hast du denn angefangen zu singen, wenn du schon als Kind quasi diesen Wunsch hattest irgendwie? Ich war immer schon sehr stark inspiriert von meinem großen Bruder zum Beispiel, der in der Kirche damals gesungen hat so und meiner Mutter, die auch in der Kirche im Chor gesungen hat. So, aber das wurde bei uns nie als besonders musikalisch wahrgenommen. Da war Singen wirklich nur als Funktion, als so Dienst für Gott wahrgenommen, aber nie so als künstlerische Expression oder so. Mhm. Aber es hat mich schon voll geprägt, auch in meinen jungen Jahren. Normalerweise frage ich sowas nicht, aber ich finde euren Namen einfach sehr holsam und sehr schön. Blumengarten? Ja, wie, wo, was, warum? Ich wusste halt einfach irgendwann, wenn ich irgendwie ein kreatives Projekt habe oder so, wollte ich es immer Blumengarten nennen, weil ich keine Ahnung, ich fand auch das Bild schön und ich fand dann einfach diese Metapher irgendwie schön, das so aus
so Dreck, so Schönheit entstehen kann so, oder aus das, was als Dreck wahrgenommen wird. Mhm. Als ich das erste Mal das gesagt habe, so meinte Sammy direkt, ja, safe, das ist es. Das ist es. Hammer, das ist auch gut, dass ihr euch dann so kreativ versteht. Ja. Bevor wir den Klassenraum verlassen, eine letzte Frage. Was bedeutet euch diese Schule hier und vielleicht auch euer Heimatort überhaupt? Inwieweit hat der einen Einfluss auf euch und eure Kunst? Ich denke, in so einer kleinen Stadt fällt man sehr schnell auf, wenn man nicht dazugehört. Wir wussten von Anfang an, also wir wissen das immer noch, dass das nicht jeder akzeptiert und nicht jeder versteht. Und das ist ja auch okay so, aber es gibt halt auch immer einige sehr negative Stimmen, die einen probieren, die sich lustig über einen machen oder was auch immer. Mhm. Und dann ist das manchmal blöd in so einer kleinen Stadt, aber auf der anderen Seite macht einen das richtig stark. Weil und überzeugt er dann noch mehr am Ende des Tages, genau, glaube ich, genau, dabei zu bleiben. Ja, genau. Also in der Stadt sind mir so unbeschreiblich so scheiß Dinge schon passiert. So, und ich verbinde auch viele negative so Erfahrungen mit der Stadt hier. Aber genauso verbinde ich mit dieser Stadt und auch mit dem Ort hier so viele schöne Erinnerungen und prägende Erinnerungen. Und auch so viel von dem, was hier passiert ist und was wir hier durchlebt haben, steckt halt auch in der Musik drinne. Und das müssen wir halt auch irgendwann irgendwie ehren und im Hinterkopf behalten. Auch wenn wir hier natürlich auch einfach nicht mehr so viel Zeit verbringen, nicht mehr so oft sind. Das ist einfach immer noch ein wichtiger Bestandteil von dem, was wir machen. Super wichtig. Ja. Ganz viele Stories, so die erste Liebe, das erste Mal heartbroken, das erste Mal im Auto gefahren durch diese Stadt, das erste Mal, also alles Mögliche. So da vorne an der Ecke habe ich mir den Arm gebrochen. Ja. Hier vorne in diesem richtig ranzigen Schuppen waren manchmal so Partys. Da lag ich so auf der Wiese, habe so Sterne beobachtet, weil ich nicht mehr stehen konnte. Also wirklich die meisten Stories, über die wir jetzt noch erzählen, über die unsere Songs gehen, sind Stories aus dieser Stadt. Das ist so verrückt, so viel von dem, was hier passiert ist, informiert bis heute einfach alles, was wir machen. Die Texte so zu 100%. Und das ist so krass. Und es wird wahrscheinlich noch so lange nachhallen, weil einfach so viel hier passiert ist. Ja. Und das hat uns ja auch gemacht. Ich glaube, so die wichtigsten Jahre waren so die Jahre von 18 bis 21. Die haben uns so richtig, richtig geformt. Da haben wir so viel erlebt, waren so viel unterwegs. Wir wurden von Samen zu Pflanzen. Boah, da mache ich erstmal einen Punkt hinter. Und Mic drop. Wir gehen gleich noch eine spezielle Döner-Ecke, habe ich gehört. Treppendöner. Ja, ich bin gespannt. Warum bleibst du nicht kurz bei mir? Es wäre noch so viel passiert. Bin gewachsen, bin gefallen, war depressed und ganz allein nur wegen dir. Doch right now I'm flying high and I'm about to touch the sky nur wegen dir. Du bist das Beste, was mir je passiert. So, liebe Leute, wir sind hier im berüchtigten Treppendöner. Genau, das ist hier die Base. Blumengarten-Base. Wir haben jetzt zusammen sehr viel Zeit verbracht. Also grundsätzlich, der Laden, wir nennen ihn alle Treppendöner. Es ist nicht der richtige Name. Actually ist hier oben ein Schild. Das heißt Felberter Kebabhaus. Habe ich noch nie gelesen. I guess, das ist neu, aber Treppendöner, so nennen wir es. Treppendöner. Hier finden aber auch ganz viele wichtige Meetings statt. Business-Meetings. Pläne besprochen, die Ideen gemacht, Beats gemacht. Lange Promopläne. Ja, Mann. Richtig, genau. Beats gemacht, auch hier so. Dann lass uns doch gleich mal dazu kommen, wenn wir schon von Promoplänen reden. Euer erstes TikTok-Reel ist ja ziemlich viral gegangen, mehr oder weniger. Aber du hast vorhin schon erzählt, da ist vorher schon was auf einer anderen Plattform passiert. Erzähl doch mal, wie kam das alles überhaupt zustande? Da war der allererste einfach der Sean. Zum Beispiel war das sein Move, wenn wir sagen, andere Plattformen, uns auf Reddit damals zu posten, wo wir eigentlich schon drüber gelacht hatten, weil wir dachten so, Reddit ist vielleicht so eine tote Plattform. Also wer benutzt auf Real Reddit, so, also natürlich haben wir alle Reddit-Accounts, aber so, keine Ahnung. Also nicht zum Musikding. Nicht zum Musikding. Nicht zum Musikding. So, und das ist halt das Ding. So, Sean hat dann einfach so ein bisschen den Maestro-Move gebracht, weil das hat uns dann quasi dieses erste Exposure gegeben, dann auch bei größeren Leuten und dann auch bei den ersten Labels und so. Wie hat sich das angefühlt, dass diese riesigen Leute die Aufmerksamkeit haben? Das ist so verrückt. Also, ich glaube auch, wie Ryan vorhin gesagt hat, das gibt einem einfach sehr viel Selbstbewusstsein. Das extreme Motivation, also für mich selber einfach dann weiter Musik zu machen und mich einfach, wenn ich sowas sehe, mich dann einfach hinzusetzen und weiter Musik zu machen, weil so, yo, ey, anscheinend ist das ja gut, anscheinend ist das ja schön, anscheinend gefällt das ja Leuten. Ich würde sagen,
lass uns jetzt dann gleich zur Musik kommen, aber das lass uns das nicht hier machen, sondern vielleicht, wo es ein bisschen ruhiger ist, weil da würde ich dann nochmal ein bisschen nitty-gritty of all things safe. Reingehen. Yes, sir. Doch komme nie wieder raus aus dem Mindframe. Mein Baby sagt mir, sie liebt mich, doch sie macht immer noch Drama. Und sie hört nie wieder auf mit den Mindgames. On and on and on, life goes on and on and on. On and on, life goes on and on and on. One wave bleibt, ich muss nach Mexiko. Mein Baby ist mein Baby und ich weiß, sie liebt mich sowieso. Magisch so wie Tijoko, Niroko. Und auf Partys raus. Liebe Leute, wo befinden wir uns jetzt? Das ist unser kleines Home Studio. Hier haben wir die ersten Tracks aufgenommen. Hier ist super viel passiert. Hier hat sich Blumengarten geformt. Hier haben wir den ganzen letzten Sommer verbracht. Hier habt ihr euren Sound, an eurem Sound gefeiert. Ja, Mann, das war crazy. So, ich wohne ja ein bisschen weiter weg. Ich bin jeden Tag nach der Arbeit aus Oberhausen, dann die Öffis genommen und bin hier hingekommen. Ja. Tough one. Ja, aber es hat sich nicht, es hat sich ja nicht wie Arbeit angefühlt, deswegen habe ich das gern gemacht. So, es war eigentlich gar nicht so eine Leiden-Story, es war eigentlich eher, es war schön, ein wunderschöner Ausgleich für mich, eher gesagt. Viele Leute attestieren euch ja das, was ganz viele andere Duos und Bands und MusikerInnen irgendwie suchen, und zwar irgendwie einen eigenen Sound. Wie würdet ihr beschreiben, was ihr macht für eine Musik? Ich habe das Gefühl, wir sind die ganze Zeit immer am Suchen und immer am neue Dinge ausprobieren, aber für die Leute um uns herum klingt das immer so cohesive und so sehr nach einem roten Faden, wobei wir uns einfach oft so denken, ja, wir versuchen einfach immer was Neues, wir gehen ins Studio, ohne zu wissen, was passieren wird. Und im Endeffekt haben wir einfach diesen Song. Und das ist eigentlich, es ist schon fast, also es ist, wir haben jetzt kein Framework, in dem wir arbeiten. Es ist einfach eine natürliche Bewegung, wenn wir im Studio sind, einen Song zu machen, der dem entspricht, was Leute dann als Blumengarten definieren. Mhm. Wir haben das gar nicht so für uns. Genau. Das ist viel natürlicher. Ich glaube, unser Sound ergibt sich daraus, wie Ryan schreibt, wie Ryan singt, wie ich Gitarre spiele, wie ich produziere. Ich glaube, das kann man nicht so erklären einfach. Mir ist bei deinem Writing aufgefallen, dass du auf jeden Fall gerne über Liebe und Zwischenmenschlichkeit schreibst. Ja. Spielt so Romantik eine große Rolle bei dir beim Musizieren? Oder auch vielleicht, wenn du hörst? Ich glaube, was mich dazu immer wieder zu diesem Thema bringt, so, und was es auch das für mich nicht langweilig macht, ist die Tatsache, dass die Emotion, die solche so romantik erfüllte Situationen in mir ausgelöst haben, so intensiv sind und so stark sind, dass es mir einfach so viel Futter für Songs gegeben hat, so, und immer noch gibt bis heute. Es gibt einfach so viel, über das ich mir im Klaren werde in dem Bereich, und deswegen Songs sind einfach ein gutes Ventil irgendwie für mich, um das zu verarbeiten. So, es gibt natürlich auch andere Topics, über die ich schreibe. Also, und wo wir hoffentlich uns also dieses Jahr noch ein paar Sachen zeigen können, die so themamäßig andere Sachen behandeln. Aber da so hat man einfach so viel durchgemacht und so. Und ich rede auch gerne darüber, das ist für mich ein schönes Thema. Ich finde, die Akkorde inspirieren mich immer, über sowas zu singen. Deswegen, das ist einfach gerade unsere Season so. Ja, das ist unsere Love Song Season. Ja, aber das ist schön. Also, das ist, also ich liebe Love Songs. Ja, ich auch. Wir hatten bis jetzt auch, das haben wir letztens festgestellt, hatten wir bis jetzt immer dieselben Zyklen so. Wenn wir beide down waren, dann waren wir auch beide down und haben wir traurige Songs gemacht. Und dann, aber manchmal innerhalb von 2 Wochen waren wir, warum auch immer, wieder beide super happy und dann haben wir wieder glücklichere, hoffnungsvollere Songs gemacht. Eigentlich ist das Erste, wie wenn wir in eine Session reingehen, fragen wir, yo, Ryan, wie fühlst du dich heute? Ja. Also das Feeling ist das Allerwichtigste. Das haben wir jetzt auch gemerkt bei den ersten Veröffentlichungen, grundsätzlich, wenn wir Musik machen. So, es ist völlig egal, ob ich jetzt eine super tolle, teure Gitarre habe oder ob ich die krassen Synth habe oder so. Das Wichtigste, was beim Musik machen ist das Feeling, was übermittelt wird. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn das nicht verstanden wird, dann bringt das alles nichts. Deswegen ist das Gefühl, was wir in uns tragen, dass wenn wir das vermitteln können nach außen, das ist das Allerwichtigste. Meine Lieblingssituation, so meine Lieblingsmomente beim Songwriting sind wirklich zwischen den 10% und den 70% von einem Song. Weil die ersten 10% sind so die ersten so Chords finden, den Einstieg finden, das Thema finden, was manchmal nervig sein kann und manchmal so auch so,
keine Ahnung, wenn daran scheitert ja, genau, also da bleibt man erst 10% liegen, ja. Genau, aber dann alles, was past das ist, bis zu den 70%, so die letzten 30% sind halt Mix, Master, Fertigstellung, was dann auch wieder großes Hin und Her senden, das dauert lange und all das, aber die 10-70%, das sind wirklich die, wo es einfach flowt, wo es einfach rauskommt und der Song entsteht und du schon ein Gefühl hast, bevor es überhaupt 100% fertig ist, okay, that's einer song. Der, ja, genau. Mhm. Und dafür lebe ich. Für diesen Rausch, für diese Droge, für dieses Gefühl, was man kriegt nach den 10%, vor den 69, dafür lebe ich. Schwör's dir. Ja, Punkt. Mic drop.